Diese bleiben stehen, die lassen sich auf alle Fälle weiter von der Garnison beschießen, fallen natürlich auch einige um und sterben. Der Rebellengeneral macht eine halbe Aktion in die Richtung und wird dann nochmal einer, ohne gezielt zu schießen, wird er trotzdem nochmal auf Bruder Gabriel feuern. Ist aber wie gesagt ungezielt. 18, dann hat er getroffen. Ja, Das ist die Plasma, da kannst du ausweichen. Ja, dann versuche ich das auszuweichen. Ist das der Gewandtheitswert oder halber Gewandtheitswert? Ja, der ist auch modifiziert, ne? Mit der 48 ist es nicht geschafft. Wenn der du einen Skill hast, ausweichen? Habe ich nicht. Ja, dann ist nur halb. 24. Gut geschossen dieses Mal. 24 DS6. Er hat die 18, also 81. 81 ist... Rechtes Bein, genau. Da habe ich eine 8. Was hat er für eine Rüstung, Durchschlag? DS6 ist das. Du hast eine Rüstung von 8. Korrekt? Ja, da. Genau. Dann haben wir noch 2 Rüstungsschutz und du hast einen Widerstand von 10. Sind 12, die du abziehen kannst, sind 12 Trefferpunkte Schaden, die du bekommst. Das tut weh. Wie viel Lebenspunkte hast du noch? 4. Okay, du bist noch nicht im Negativen. Sonst musst du Bescheid sagen. Dann passieren die lustigen Dinge. Alles klar. So, und jetzt kommt aber die Horde. Und die Horde hat jetzt, die eine hat eine Menge von 18 und die andere hat eine Horde von, die waren noch voll, ne? Das sind 30. Ich würfel dich trotzdem mal getrennt, die werden sich nicht vereinigen. Das sind einmal 4 W100. 1, 2, die treffen. 2 Leute, die treffen. Ich mache aber mal, weil ich gnädig bin, den Nahkampfschaden von denen. Die laufen also auf dich zu. Sind 24 DS0. Wenn es primitiv ist, hätte er eh nur halben Schaden bekommen, beziehungsweise doppelten Rüstungsschutz. Stimmt. Warte mal. Ja, dann hätte ich auf dem Arm 18 gehabt und auf dem Arm 16. Dann wäre von 24, ja, dann wäre nichts durchgekommen. Weil die primitiv sind, doppelt nur der Rüstungsschutz, oder? Also nur das Keramid. Ja, ja, Rüstung verdoppelt sich bei Primitivwaffen. Das ist ja krank. Jetzt kloppen die mit, also auf der anderen Seite kann ich das auch nochmal auswürfeln. Da kommt ja gar nichts durch. Da kommt nichts durch. So, das sind auch nochmal 4 W100, also einmal die und dann 18, das sind 3 W100. 3 W100? Die treffen alle nicht, beziehungsweise doch, sie treffen, sie prügeln jetzt eben mit Eisenstangen auf deiner Keramidrüstung umher und reißen die jetzt deine Reinheitssiegel ab. Und deine Schriftrollen, die dran kleben. Das ist übel. Und vor allem die Kratzer, das schwarze, auflackierte Schwarz der Deathwatch, was jetzt abgekratzt wird. Also, der Schaden ist massiv. Zwar nicht körperlich, aber vor allem an deiner Ehre. Dann bin ich fertig mit meiner 12. Bruder Wilhelm, 11. Ja, ich möchte auf den General schießen. Der ist 64 weg, ich habe 100, irgendwann 150 Reichweite, glaube ich. Ja, ich möchte auf ihn schießen. Hauptsache, der schießt jetzt mal 50 Leute um dich rum. Der am meisten Schaden und am meisten Ziele ausschalten kann mit deinem schweren Bolter. Diese Schadensart spielt keine Rolle, aber du machst sehr viel Schaden, weil du 10 Schüsse oder sowas gleichzeitig losballern kannst und die anderen nur 4. Deswegen solltest du halt auf eine große Gruppe ballern, weil du halt 10 mit einem Mal wegmachst und wir halt maximal 4. Und deswegen wäre halt gut gewesen, wenn Gabriel, der halt nur eine Pistole hat, den General vielleicht ausgeschaltet hätte, aber das wäre jetzt egal, ja. Okay, nur für mein Verständnis. Es geht in der Chose nicht darum, wie viel Damage ich auf die Chose mache, sondern es geht darum, weil ich halt 10-mal schieße, dass auch maximal 10 draufgehen. Du machst genau, zwar genau also den gleichen Prinzip, Damage. Im Prinzip werden die behandelt wie Kreaturen mit einem Lebenspunkt. Du musst einfach nur treffen. Beziehungsweise musst durch die Rüstung durchkommen. Die haben keine Rüstung. Und dementsprechend musst du einfach nur einen Schadenspunkt an ihn anrichten und dann fällt ein Horde-Lebenspunkt um. Und du kannst aber 10 Horde-Lebenspunkte kosten und nicht wie die anderen 4 Horde-Lebenspunkte. Deswegen sind die Devastator gegen die Horden so gut. Ah, okay. Das habe ich bisher nicht verstanden, mein Fehler. Okay, ja, dann schieße ich natürlich in die Horde. Das macht ja deutlich mehr Sinn. Ja, weil unser Bolter-Schaden, der ist so hoch, sind so normale Jungs, die sind eh immer platt. Ja? Richtig. Mit einem Treffer.
Jetzt ist die Frage, ich schieße, glaube ich, in die große Gruppe. Das macht ja Sinn. Links ist, glaube ich, besser sonst. Hast du dieses Talent Zielauswahl oder sowas? Das würde ich, sehe ich nicht, dass ich das habe. Okay, dann solltest du auf jeden Fall in die linke Gruppe, weil wenn in die rechte, dann wäre nämlich dein Bruder Gabriel im Nahkampf und dann kriegst du einen Malus, oder wenn du auf den Malus scheißt, dann würdest du den Gabriel treffen. Ja, schieß einfach auf die Großen. Das sind noch 30 und da kannst du einfach erstmal reinballern. Bitte nicht auf Gabriel. Okay, mit 90 ist das, glaube ich, auch trotzdem in die Hose gegangen. Also eine plus 30 kriegst du von mir. Chippen. Und sonst Schicksalspunkt, ja. Den hast du ja auch auf alle Fälle. Okay. Okay. Der Imperator will nicht. Nee, das will ist er. Ist aber noch kein Patzer. Patzer gibt's, glaube ich, bei der 94 oder so. Das ist also wesentlich höher. Wie weit ist die Gruppe denn von dir weg? Das ist ja auch noch eine Frage. Wenn es nämlich für deine Waffe nämlich normale Reichweite, ja, dann ist das normale Reichweite. Du kriegst ja noch plus 20 dazu. Ah, dann reicht das. Das ist ja unfassbar. Das ist krank, ne? Das ist noch gering, also das ist nah. Er hat 150 Meter Reichweite normal. Ja, aber das ist Reichweite ist 30. Na, Kurzreichweite. Ja, bei 150 wäre alles unter 74 nah, ja. Wollen sich gerade wieder aufrichten, stellen sich irgendwie wieder in den Sand und dann kannst du ihnen die Gehirne wegballern. Die zerspritzen. Gut. Dann nehmen wir die natürlich wieder raus. Zustand, Tod. Dann ist Octavius dran. Ja, ich schieße auch auf die große Horde da. Vollautomatisch. Die ist noch plus 30, gell? Die ist noch plus 30. Ja, dann habe ich plus 60er Mali, Bonus. Dann hätte ich einen Wert von 132. Das heißt, alle vier treffen. Alles klar, dann dünnen wir wieder mit dem Schaden wieder um 4 aus. Okay. Dann mache ich hier mal weiter, wo ich aufgehört habe. Ne? Die wollen mich ja nicht hier gehen lassen. Also metzeln wir mal weiter. Das erste Mal trifft, ich glaube, ich würfel auch gar keinen Schaden mehr aus. Das hat gar keinen Sinn mehr. Nee, das machst du sowieso, du schreitst so durch die durch. Der zweite trifft um 4 nicht. Ja, das ist ja wieder geil. Ich schlag dreimal zu und treffe einmal. Ja, ich habe aber noch den Gegenschlag im Nahkampf, ja, ne? Wenn sie das Talent haben, ja. Nee, haben sie nicht. Gut, alles klar, dann ist Worgen dran. Jo, Worgen macht das, was er eben schon gemacht hat, und zwar in diese große Horde hier hinten, die sich ja jetzt irgendwie vereint hat. Nee, bisher noch nicht. Was auf alle Fälle Sinn ist, was du machen könntest, den Rebellengeneral abschießen, wenn du ein Lasergewehr auf hohe Reichweite hast, ne? Ja, ich habe eine Reichweite von 60 Metern. Wie weit bist du entfernt? 70. Das heißt, du müsstest auf alle Fälle, also müsstest dann einmal zwischen Bruder Wilhelm und Octavius vorbei schießen. Ja. Machst einen Schritt, freie Aktion zur Seite und könntest dann auf ihn erschießen, ja. Okay, dann machen wir das. Ein Schritt zur Seite, dann kann ich hier durchschießen, ne? Ja, und was passiert halt, wenn du nicht triffst, ist, dass du einfach einen von der Horde dazwischen abschießt. Ja, eben. Also Win-Win-Situation. Denn Jungs... Also ja, wenn du patzt, schießt du deinen Brüdern oder den Lords ja. Von hinten in den Rücken, ne? Das wollen die auch nicht. Nee, aber das verzeihen sie einem. Ich ziele und schieße. Ja, würde treffen mit dem Gezielten. Ja, dann Schaden. Gucken wir mal, was der an Rüstung hat. Das gibt's dann nicht. Du hast schon wieder die 10 gewürfelt. Trifft. Ja. 18 plus 14, ne? Ne, 8 plus 14. Ja. Wie viel sind das? 22. 22, ja. So, er hat eine Rüstung von 6. Ja, Penetration von 7. Okay, das heißt, die Rüstung ist 0. Er hat einen Widerstand von 4. Was hast du gemacht? Das heißt 18 gehen durch. 18 geht durch, er hat 19 Lebenspunkte. weißt du was? Weißt du was? Mit dem Imperator an deiner Seite. Schauen wir mal. Was ist ein Energieschaden, ne? Mit deinem Lasergewehr? Ja, Energieschaden. Kritischer Energieschaden. Wo hast du getroffen?
Also, müsste der Körper sein, ne? Ja, würde ich auch sagen. Ja. Der Angriff brandet über das Ziel hinweg, die Haut verkohlt und schält sich ab, das Körperfett blubbert aus der Kleidung und Ritzen der Kleidung und der Rüstung hervor. Das Ziel wird durch den Schmerz betäubt, sinkt auf die Runde, schwere Narben, die hinter ihm, schwere Narben, die irgendwann in Zucht bleiben, aber er sinkt auf den Boden unter einem lauten Schmerzensschrei und ihr könnt dann noch erkennen, wie die PVS aus den eigenen Toren herausbrandet, mit den Lasergewehren feuernd auf die Horde, sich dann ebenso einmischt und den Rest aufreibt. Also Brüder, internes Vox, nur zur Info, aber wir haben uns gerade nicht so wirklich mit Ruhm bekleckert. Ich höre zu, feindlicher Kommandant. Korrekt. Wir sind hier draußen festgenagelt. Wir sind hier im Kampf. Gabriel, bei dir war es echt ein bisschen kritisch, ne? Ja, ich schlage vor, dass, da war ja was. Ihr solltet euch selber einmal untersuchen. Ich werde mich selber untersuchen, wenn ich es für nötig erhalte. Ich würde denen übrigens dabei in den Rücken schießen, ne? Wenn die anfangen wegzulaufen, das ist mir egal. Ich schieße weiter. Ja, das ist völlig okay. Du kannst ja, währenddessen. Dein Bolter läuft heiß und. Also, volles Magazin, rotzt du deine Bolter-Munition raus, heilig, wie sie dann in den Rücken streut und weitere Körperteile zerfetzt, Arme abreißt, explodierende. Oh, du liebst dieses Geräusch. Du liebst diesen Geruch, wie dein Bolter heiß läuft und. Oh. Sie umfallen. Jeder, der an mir vorbeiläuft, der kriegt natürlich die Axt und alles. Ja, die habe ich sogar nebenbei schon die aufgeschrieben. Ja, ja. Die liegen schon zu deinen Füßen. Meine Eigenschaft ist keine Vergebung. Ja. Meine Eigenschaft ist brutal, also ich lasse da garantiert keinen vorbeilaufen an mir. Ja gut, dann lass uns mal, nachdem wir die letzten Ketzer hier beseitigt haben, zur PVOS-Basis rübermarschieren und uns dort vorstellen. So sei es. Ich gehe erstmal so zu Elisabeth. Und wie geht's dir? Meine Beine tun noch weh, aber exzellent geschossen. Ich hab's genau gesehen. Ihr wart es. Oder du warst es. Erzählt das nicht den Lords. Nee, ich glaube, der Space Wolf ist schon ein bisschen gnatschig wegen dir. Mhm. Eigentlich bist du ja der richtige Held. Unter der Maske kommt ein verlegenes Grinsen zum Vorschein. Ja, wenn ihr dann wieder Schwester oder die Elisabeth aufsammelt und langsam auf die Festung der PVS zumarschiert, könnt ihr sehen, wie jeder von ihnen auf ein Knie herabgegangen ist und vor euch den Kopf gesenkt hat. Meine Lords, ihr könnt sehen, wie vor euch ein Corporal in Stillstand geht. Corporal Fricks, Wodka, mein Name. Wie können wir euch dienen, meine Lords? Die Festung gehört euch. Statusbericht, bitte. Viele Offiziere sind gefallen oder abgerückt. Wir sind die Letzten, die halten. Wir sind euch sehr dankbar, dass ihr erschienen seid. Viel länger hätten wir sie nicht mehr halten können. Wer ist der Oberbefehlshaber von dieser Einrichtung? Zurzeit bin das wohl ich, der höchste Überlebende, Sir. Mein Lord, Sir. Nun, Corporal, ihr habt für euren Dienstgrad ausgezeichnete Arbeit geleistet. Sir, danke, Sir, my Lord. Wie ist die Lage? Wie viel Mann habt ihr zur Verfügung? Alles in allem vielleicht 500. Aber wir müssen halten gegen viele tausend. Wir versuchen noch einmal die Lücke hier auszubessern. Wie gesagt, viele sind unterwegs. Nachdem die Rebellion losging überall in der Stadt haben, sind sie aufgebrochen und mussten verschiedene Anwesen halten. Vor allem in dem Magistra-Distrikt. Dort sind wohl noch viele weitere von unseren Offizieren. Ich weiß allerdings nicht, wie die Lage dort ist. Der Kontakt ist abgebrochen. Dort sitzt der Lord Governor, mein Herr. Lord Governor Perrion Torsold. Verstehe. Wisst ihr den Status des Governors? Verzeiht, ebenso wenig. Wir haben nichts gehört. Weder Gutes noch Schlechtes. Nun, Corporal, diese Bresche muss gesichert werden. Habt ihr Minen oder Stacheldraht oder beides? Selbstverständlich. Wir werden sie sofort auslegen. Tut eure Pflicht.
So, und des Weiteren habt ihr vielleicht einen Rhino. Wir benötigen ein Transportmittel. Wir haben eine stillgelegte Chimäre, mein Herr. Sie muss gewartet werden. Wenige Handgriffe, die noch zu tun sind, aber mit etwas Geschick von euch könntet ihr sie eventuell wieder flott bekommen. Stellt dazu bitte einen Techniker ab. Jawohl, Sir. Brüder, mit Fahrzeugen kenne ich mich nicht aus, aber mit Befestigungen sehr wohl. Mit diesen Worten würde er vormarschieren und anfangen, vermutlich riesige Stahlbrocken von links nach rechts zu räumen. Ihr da, helft mir! Sandsäcke dahin! Jawohl, jawohl! Ihr seid ein Imperial Fist, oder? Ja, schneller arbeiten! Ja, kommt! Und dann kannst du sehen, wie sie aus von dem Knie sich erheben und dann deinen Befehle folgen leisten. Stimme etwas fröhlicher klingt übers Vox. Wir dürfen eine Festung mit einem Imperial Fist bauen. Ja, er ist ganz in seinem Element. Ja, nach einigen Augenblicken könnt ihr erkennen, wie der Corporal gemeinsam mit einem Techniker dann die Chimäre inspiziert. Und da ist noch ein bisschen was zu tun. Vor allem ist jetzt auch wieder Muskelkraft erforderlich, um einfach die Chimäre wieder anzuheben. Das habt ihr ja schon gemacht, gerade wenn ihr jetzt noch weitere Marines bei euch habt. Auch wenn der Imperial Fist jetzt gerade baut, aber gemeinsam könnt ihr das sicherlich anheben. Ihr selbst habt keinen Techniker bei euch, oder? Glaub nicht, ne? Also mein Charakter hat davon gar keine Ahnung. Nein. Also da wäre wahrscheinlich Tech-Use von Nöten. Das wäre Tech-Use, ja genau. Hast du das? Nee. Worauf wird das gewürfelt? Intelligenz? Auf Intelligenz. Dann gib mir mal alle einen Intelligenz-Check. Ja, aber bei Tech-Gebrauch, das ist keine Grundfertigkeit, ne? Ja, trotzdem, ihr habt ja jemanden, der euch Hilfe leistet. Vergiss es. Intelligenz, wenn nicht auf halbe, wären es zwei Erfolge bei mir. Ja, doch, ist halbiert, aber mit der 13 ist es ja trotzdem geschafft. Ja, auf jeden Fall. Dann, Tordal, beschreib doch mal, was du genau in der Chimäre tust. Ja, ich werde wahrscheinlich dem Techniker alles nacheinander anreichen, alles, was schwerer ist. Ich werde wahrscheinlich die Ketten wahrscheinlich neu durchziehen, sodass dann der Techniker die verschrauben kann, wenn diese kaputt sind. Und wenn dann die Zahnräder irgendwie ausgeschlagen sind, hebe ich die ihm da an, damit er sie dann ohne Probleme verschrauben, verdrahten kann. Also überall, wo meine Muskelkraft gebraucht wird, da helfe ich ihm dann dabei, das Ding, beziehungsweise die Chimäre wieder instand zu setzen, so dass sie hinterher wieder einsatzbereit ist. Ja, ausgezeichnet. Die Ketten haben sich tatsächlich totgelaufen und dadurch, dass du dann eben die Ketten in die richtige Richtung drehst, schiebst, ziehst und dann eben wieder ausrichtest, können dann die Ketten wieder so zum Laufen gebracht werden, wie es dann eben für die Chimäre erforderlich ist, sodass ihr dann auch ein richtig gutes Geländefahrzeug habt, was mit angenehmer Geschwindigkeit innerhalb von einer halben Stunde bei Torshold anwesend wäre. Die ganze Reparatur dauert grob eine Stunde, würdet ihr sagen. Währenddessen öffnet sich dann auch die Schleuse des Himmels und Regen prasselt von oben herab, der dann den ganzen Nebel aus dem Portica-Distrikt verdrängt. Das ist natürlich so ein bisschen erlösend, dass dieser ekelhafte Geruch von Salzwasser, von Prometheum, von Brand, von Explosionen und der Schlacht, vom Blut dann auch ausgelöst wird. So ein bisschen ein befreiendes Gefühl, aber ihr könnt auch sehen, dass der Himmel schwarz geworden ist und schwarz bleibt. Währenddessen, ihr könnt fast Bruder Willem gar nicht von seiner neuen Bresche wegkriegen. Hat er wohl schon irgendwie Risszeichnungen aufgemalt in den Sand. Da gibt er wohl Anweisungen, was wohl in den nächsten 3 Tagen noch alles zu tun ist, auch wenn er selber nicht mehr da ist, aber nach einer Stunde könnt ihr ihn dann davon wegziehen. Die Chimäre läuft. Ich überprüfe, ob die Chimäre auch vollgetankt ist. Ja, die Chimäre wird selbstverständlich auch vollgetankt. Prometheum ist hier auf alle Fälle genug anwesend. Und die könnt ihr noch die Sitze aus dem Inneren rausreißen, sodass ihr dann geduckt selbst als Space Marines drin Platz nehmen könnt. Die ist dann noch zwar voll, aber ihr könntet euch dann im Inneren Platz nehmen, wenn ihr einen Fahrer habt, was höchstwahrscheinlich Worgen wird. Ja. Also Worgen nutzt erstmal die Reparaturzeit, um sich ein klein wenig auszuruhen. Worgen, du kennst dich mit diesen Fahrzeugen aus? Ja, kenne ich. In der Gut, dann bist du unser Fahrer. Mechanized Infantry haben wir auch eine Chimäre verwendet. Okay, ja, wir sollten vielleicht unsere Ausrüstung kurz flicken, falls wir irgendwelche Löcher hatten und so. Und haben wir schwere Verletzungen? Hat irgendjemand schwere Verletzungen erlitten? Bruder Gabriel.
Er sagt dazu nichts. Ja. Man sieht ihm seine schweren Verletzungen an. Ja, Gabriel, du kümmerst dich selbst um deine Verletzungen oder brauchst du Unterstützung? Nein, brauche ich nicht. Ist nur ein Kratzer. Ja, gut. Spürst du ihn dabei einmal von oben nach unten? Er hat auch seinen Helm nicht abgesetzt, damit man ihn seine Scham im Gesicht nicht ansieht. Ja, Furcht kennen sie nicht, aber Scham sehr wohl. Dann, ja. Möchtest du dich noch medizinieren, oder? Ja, ich lasse mich von einem der Soldaten in eine Kajüte, in eine Kabine oder so führen, wo ich dann erstmal Zeit für mich alleine habe und setze meine Rüstung an und fange an, mich selbst zu behandeln, die Löcher meiner Rüstung zu lecken, alles, was so zu tun ist. Und zwar ist das erst einmal eine erste Hilfe, mir so erstmal Lebenspunkte hinzuzugeben, meine Wunden zu schließen und dann Verbände, verschiedene Substanzen und dergleichen eine langfristige Behandlung. Das sind zwei verschiedene Medizinproben, die nacheinander folgen. Der erste ist wunderbar geschafft, damit kriege ich schon mal 5 Punkte über. Langfristige Behandlung dauert länger als eine Stunde. Länger als eine Stunde, wahrlich? Ja, das ist, wenn du in einem Krankenhaus liegst oder sowas. Ich habe hier leider keine Zeitangabe gefunden. Ja, dann behalten wir das so. Dann wird das also ich so glaube, im Feld, im Einsatz kannst du nur erste Hilfe machen. Ja, das dauert ja auch nur eine volle Aktion, also das ist also relativ schnell gemacht. Dann werde ich wohl die Zeit verbringen, meine Rüstung zu flicken. Ja, was du noch machen kannst, ist, glaube ich, für einen Schicksalspunkt kannst du 5 Lebenspunkte wieder kriegen. Ich meine, ja, das ist eine Regel, ne? Da gab's sowas, ja. Wenn du also, einen Schicksalspunkt... Ich weiß, war das Schicksalspunkt 1W5 Lebenspunkte. Ah, 1W5? Okay. Mhm, war das, soweit ich weiß. Okay, machen wir aber. Finde ich gut. Also das könntest du dann eben durch die Heilung mit deinem Nactekium-Handschuh, könntest du das auf alle Fälle dann eben so ableisten. Also du behandelst dich, pumpst dir verschiedene Drogen in deinen Kreislauf, irgendwelche Filter, die du nur dran schraubst, irgendwelche Versiegelungen und dadurch dann eben durch die Schicksalspunkte bekommst du dann 5 Lebenspunkte dazu. Dann ja, könnt ihr aufbrechen. Morgen, gib mir doch mal bitte eine Fahrzeuggelenkprobe. Aber immer wieder gerne essen. Navigation. Oberfläche. Ganz normal. Es ist nicht Chimäre, ihr seid nicht im Kampfeinsatz, plus 20. Ja, dann habe ich es knapp geschafft. Ja. Gut. Also mit einer 70 habe ich es dann. Nicht. Ja, sie bockt ein bisschen. Du hast ein paar Probleme. Vor allem warst du auch noch nie Space Marines hinten drin gehabt. Ja. Du bemerkst das enorme Gewicht, was hinten lastet. Vor allem auch auf den neu aufgezogenen Ketten. Und so könnt ihr dann aber trotzdem in den Magistra-Distrikt vordrängen. Die Heimat der Reichen in Lordsholm. Wenn es geht, Tordal würde sich tatsächlich nicht hinten reinsetzen, sondern obendrauf, so als Scout, beziehungsweise zuschauen, ob was zu sehen und so und so. Denn was zu riechen ist. Genau das war nämlich meine Idee. So obendrauf, um zu gucken, also sagen, zu riechen, alles drum und dran. Ja, neben dir kannst du den schweren Schornstein du hörst ihn, wie neben dir vibriert und spuckt und schweren schwarzen Rauch nach oben wirbt. Torsold anwesend. Das ist ein weitläufiger Komplex mit hunderten von Räumen, Außengebäuden, Parks und Gärten. Hier ist der Großteil von Lordsholm, der Adel, die obere Händlerkaste, hat sich verbarrikadiert hinter dicken, schweren Mauern, die wohl viele, viele Schritte nach oben reichen und versuchen, nicht so sehr viel Angst vor dem zu zeigen, was draußen passiert. Ihr könnt vor einem gewaltigen Tor mit riesigen Flügeln stehen bleiben. Ein riesiges Zeichen der heutigen Händlerkaste, was auf dem Tor zu beiden Seiten aufgebrandet ist. Und natürlich die Insignien des Imperators, der Aquila und verschiedene Guckfenster, durch die man dann eben den äußeren Bereich, also euch, betrachten könnte. Der wird dann auch direkt aufgeschoben und ihr könnt einen misstrauischen Hauptmann erkennen, der dort euch entgegenspäht. Ich öffne mal die Dachluke und versuche mich da durchzuzwängen, weiß aber nicht, ob das klappt. Höchstwahrscheinlich nicht. Dann gucke ich nur euren Kopf raus und sagt,
öffnet im Namen der Todesengel des Imperators. Verzeiht, wir haben den Befehl, dass wir diese Tore nicht öffnen dürfen. Nicht mehr, mein Herr. Verzeiht. Das heißt, ihr widersprecht den Engel des Imperators? Steht dann so drauf, hab schon meine beiden Kettenschwerter in der Hand. Und fangen wir gleich an, in seine Richtung zu riechen. Ich würde ganz gern mal einen befehligen Wurf machen auf den. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Befehligen oder einschüchtern. Ja, also das ist ja wahrscheinlich einer vom imperialen Militär, ne? Das ist imperial, PVS, ja. Also ist nicht richtig das Militär. Ja, dann nehme ich meine Fähigkeit, Einzelkämpferfähigkeit Lieblingssohn. Da kann ich einmal pro Spielrunde automatisch den Wurf schaffen, ohne zu würfeln. Ja, er blickt auf die Chimäre, blickt auf die noch nicht rasselnden, aber im Leerlauf befindenden Schwerter von Tordal, überlegt abschätzig, schaut dann mal einen Blick in Richtung des Sichtfensters rein, wer das Ganze fährt, blickt in Kariana und schluckt dann einmal, nickt und das Fenster wird wieder zugeschoben. Ich winke ihn einmal so zu. Das war jetzt ungünstig. Ich hätte mich vielleicht ganz zeigen müssen in meiner vollkommenen Pracht. Ihr könnt Kettenrasseln hören und dann werden die schweren Tore aufgezogen. Fahrt uns rein, Borgen. Zu Befehl. Und ich fahre los. Ja, ungewöhnlich. Die Tore werden auch gar nicht ganz aufgezogen, nur damit die Chimäre reinpasst. Und direkt, wenn ihr durchgefahren seid, werden die auch direkt wieder zugeschoben. Und während ihr durchfahrt, könnt ihr dann auch erkennen, dass aus eurem Rückenbereich Laserschüsse brannten und eine kleine Horde anstürmt, die allerdings vor den Toren dann wieder zum Stehen kommt, nachdem diese dann schnell wieder geschlossen ist. Aber die Feinde waren auf alle Fälle irgendwo hinter euch. Verzeiht, meine Lords, ich wusste nicht, dass Astartes hier ist. Ist das jetzt, bleibt ihr jetzt hier? Seid ihr unsere Ablösung? Seit wann müssen wir uns anmelden? Ja, das müsst ihr nicht. Verzeiht, ich wollte euch auch nicht beleidigen. Natürlich seid ihr nicht meine Ablösung. Ich bin einfach so verwirrt. Ich hatte noch nie mit Space Marines zu tun. Zeigt uns los. Unverzüglich zu eurem Oberbefehlshaber. Jawohl, folgt mir bitte. Männer, verstärkt die Wachen. Da draußen ist wieder eine Horde. Zerschießt sie. Passt auf die Symbionten auf. Darf ich aufspringen, mein Herr? Das ist eine kleine Reise von dir. Aufs interne Vox geschaltet. Bruder Wilhelm, willst du die Verteidigung verstärken? Ja, denkt ihr eine weitere... Na, obwohl ihr werdet alleine klarkommen. Daraufhin würde ich mich hinten von der Chimäre schwingen und mich auf die Mauer begeben. Ja. Wir halten Vox-Kontakt bei. Falls es Probleme gibt, sag uns Bescheid. Verstanden. Ja, es klappt einmal, Wogen neben dir nimmt der Hauptbahnplatz und setzt sich dann hin und deutet dann in Richtung Dartlang. Ungefähr 3 Kilometer.